Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Hier werden wir auch wieder nur ein Video machen, also kein Unboxing und kein Hardware, sondern nur Hardware, weil es lohnt sich da nicht ein Unboxing zu machen, weil da ist immer das gleiche drin. Ladegerät, also Ladekabel, Kopfhörer und Bedienungsanleitung. 3 Minuten Video lohnt sich nicht, bin ich der Meinung. Das kann man halt mit beim Hardware-Video mit drin machen. Machen wir halt nur eins. Die haben mich gefragt, ob ich das, ist aber verdammt leicht, muss ich sagen, ob ich die testen wollen würde, weil ich ja die Shock getestet habe. Und mega geil, die sind wirklich top, über die lasse ich nichts kommen. Und haben mir gesagt, das sind Knochenschallkopfhörer. Weil kommen auch hier vorne ran, das sind Knochenschallkopfhörer, haben sie mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, na klar, kann ich halt mal ein preisgünstiges Modell testen für meine Abonnenten, vielleicht ganz gut, was halt nicht so teuer ist, wenn es gut ist oder halbwegs mit vergleichbar mit Shock ist, dann freuen sich meine Abonnenten, wenn ich denen halt auch was preisgünstiges empfehlen kann. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, ist okay, schicken wir dir zu, sag ich, ist okay. Dann kam es hier an und ich hatte jetzt mit den Ohren, das wisst ihr ja, ich konnte halt, war taub ein paar Wochen, ich habe nichts gehört und da kann ich so Kopfhörer, die haben sich ja hier auch gesammelt, denn konnte ich keine Videos machen, kann nicht beurteilen. Man hört was, man hört nichts, hört sich's gut an, hört sich's schlecht an, weil ich habe ja selber gar nichts gehört. Deswegen ist das alles oft ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und dann kam nach einer Woche oder so, und mir, oh, tut mir leid, wir haben uns geirrt, das sind denn doch keine Knochenschallkopfhörer, das sind normale. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt nun stimmt. Ist es jetzt nur Knochenschall, ist es kein Knochenschall? Plastiklumpe, mein gelber Sack wird auch wieder voll. So. Trüffré. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Airkonduktions-Headset. Ich denke mal, da die Luftgeräusche werden rausgefiltert oder so. 16 mm Dynamic Drive. Stable and Comfort to war. Tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen. Also hier ist schon mal der Unterschied. Bei Knochenschall haben wir nur eins, wo es reingeht. Und wir haben jetzt hier tiefe Frequenzen und hier unten hohe Frequenzen. Ja, ich bin mal gespannt. Oh, aber wir haben ein Säcklein mit bei, wo wir sie verstauen können. Für Sport machen und so. Das ist schon mal gut. Wir haben eine Anleitung mit bei. Wir haben hier einen USB-C-Kabel, auch weiß gehalten. USB-C zu USB-A. Und hier haben wir dann die Kopfhörer. Hier kann man sie dann beladen mit USB-C, also nicht mit, wie bei Shock, mit so einem Magnet. Das, ja, kann man positiv oder negativ halten, so braucht man auch nur ran, zack, und laden. Wenn das weg ist, muss man es halt einzeln kaufen. USB-C-Kabel hat man immer zu Hause rumliegen durch die Handys. Es fühlt sich aber sehr, sehr, sehr leicht an. Ich mache mal hier die Folie kurz ab. Ja, hier kommt was, da kommt was und hier. Ach, ich weiß nicht, was das bringen soll. Mal gucken. Oh, hier haben wir Tasten, die man auch merkt. Laut, leise. An und aus. Ist da noch Strom drauf? Also Strom ist drauf, aber die sind wirklich extrem leise. Also die
Leicht, meine ich. Entschuldigung. Leicht. Also, da bin ich mal gespannt. Die werden wir uns gleich. Ich muss dann aber hier erstmal die Kamera wechseln und alles drum und dran. Ich packe das mal alles erstmal wieder so vernünftig ein, dass es schicki aussieht. Weil vielleicht kann ich so erst nachher die andere Hälfte machen, weil die Zeit naht. Ich glaube, die Kleine ist gleich unten mit Frauchen. Und dann geht's zu Omi. So. Ach nee, das lasse ich mal offen. So. Ja, dann würde ich jetzt sagen, ich guck mal nach dem Rechten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir jetzt auch in der normalen Ansicht. Also ich bin mal gespannt, was die jetzt reißen. Nochmal für euch Trüffé. Also bis jetzt bin ich noch nicht so begeistert davon, muss ich jetzt echt mal sagen. Also sie sind total leicht, was vielleicht von Vorteil sein kann. Biegsam sind sie zwar auch. Und wie gesagt, es sollten Knochenschall sein, es sind keine Knochenschall. Die kommen ja jetzt an verschiedenen Ecken raus. Also praktisch, hier, das ist wohl keine Ahnung, aber hier unten soll was rauskommen und da hinten. Ich bin mal gespannt. So, jetzt müssen wir die erstmal anmachen. Ich hoffe, da ist nicht noch Strom drauf. So, und wir suchen mal nach neuen Geräten und schalten die Dinger mal ein. Trüffé F1 koppeln. Okay, wir machen mal halt nicht so laut. Was ist denn das? Wo sollen die denn sitzen? Unbequem. Wo sollen die denn sitzen? Oh, hier durchziehen? Ich weiß nicht, ob die jetzt so richtig sitzen. Hm. Die sollen so schräg sein. So. Es fühlt sich total billig an. Es hängt doch. Es liegt nur drauf. Es werden einfach nur Lautsprecher sein, die einfach drauf liegen. Ich habe keine Verbindung zu meinem Knöchel, nix. Die liegen ja einfach nur. Es ist so keine Spannung drauf, kein gar nichts. Es ist einfach labbrig, leicht. Da bin ich mal gespannt. Kann ja nichts werden, garantiert. Also ich bin bis jetzt überhaupt nicht begeistert. Also ich höre was. Also es ist nicht so wie Knochenschall. Knochenschall ist halt, hat halt nicht, also die haben ein bisschen Volumen. Wie wenn man jetzt einen kleinen Lautsprecher so ein bisschen in Nähe von den Ohren hält. Weil ich höre noch alles, was draußen passiert, höre mich selber. Knochenschall, wenn die drauf sind, die sind dann eher so, dass halt praktisch der Schall übertragen wird. Das hört sich nicht so voluminös vom Bass an. Und das ist halt ein ganz anderes Hören, weil es wird über Knochenschall übertragen. Gewöhnt man sich aber dran. Das ist einfach nur Kopfhörer in der Nähe halten, volle Pullo, Kopfhörer aufdrehen oder so und die dann halt hier so halten. Also wenn ich jetzt so große, jetzt zum Beispiel meine Beyer Dynamic nehmen würde oder meine Turtle Beach, die großen Gaming-Kopfhörer, mir die aufsetzen würde, musikvolle Pulleballer oder Lautballer und dann die halt so ein Stück wegziehe von den Ohren,
Ja, dass die halt praktisch das Ohr frei ist, ich alles höre, aber trotzdem kommt ja die Musik von den Kopfhörern. Die haben jetzt keine Verbindung zu meinem Kopf hier, also kein Knochenschall. Das sind einfach nur verschiedene Lautsprecher, halt einmal da und einmal nach unten raus. Jetzt wird es halt lauter, wenn ich das so mache. Die tragen sich auch ganz leicht, ganz labberig. Und runtergerutscht schon. Ja, man hört halt. Ja, es sind halt verschiedene Lautsprecher. Also das ist. So, also der Klang, ja, okay, es sind zwei verschiedene Lautsprecher. Es kommt unten raus, es kommt hinten raus. Es hört sich. Ach, das sind Magneten so ja hier. Die sind magnetisch. Wieso will ich einen Magneten hier an meinem Trommelfell haben? Na egal. Der Sound ist okay. Weil es sind wirklich zwei. Also der Sound kommt hier okay raus. Es ist halt wie ein Lautsprecher. Oder wie halt wie ein Headset. Halt bloß mit dem Kleiner. Aber es ist halt kein Knochenschall. Der Tragekomfort ist meiner Meinung nach nicht gut. Also so wie der das im Bild hat, kriege ich das nicht hin, das rutscht runter. Das ist auch alles ganz fest und steif. Kannst du hier kaum irgendwie biegen irgendwie. Hier hinten ist es locker. Sound ist okay. Also für welche, die halt was suchen, halt, dass man die Umwelt hört und nicht so teuer wie Knochenschall sein wollen. Ja, die können da zugreifen. Man hört halt gut was. Hört sich auch gut an. Man hört auch noch die Umwelt. Tragkomfort, da muss man ein bisschen aufpassen. Also bei meinen dicken Ohren, ja, also ich krieg das hier nicht einfach so rüber. Ich muss hier wirklich das hier so durchfriemeln. Das fühlt sich schon sehr unangenehm an. So, und dann muss ich das hier nach unten machen. So, jetzt scheint es richtig zu sein. Jetzt habe ich es hier richtig drinne. Jetzt liegt es hier auch halb. Ich werde noch mal kurz testen. Jetzt liegt es so halbwegs auch an. Jetzt muss man mal gucken, wo sind hier die Knöpfe und da Power. So leichtes Echo habe ich irgendwie. Na, so hört sich der Sound so ja noch mal ein bisschen besser an. Also muss ganz nach hinten und das muss ich schräg irgendwie. Also Bass ist Bass. Die Stimme kommt auch gut. Ein bisschen merkt man, dass es beim lauteren Geräusch noch mal ein bisschen kleines Vibrieren ist. Also man merkt es halt hier an der Haut. Ja, für preisgünstig ist okay. Also für preisgünstig, für ein bisschen Sport machen und so, ist es okay. Wenn man das wirklich so macht und dann halt hier nach hinten, dann sitzt es auch relativ gut. Ja? Aber es macht sich, also ich habe Probleme mit dem Aufsetzen. Es sitzt sich ja total beschissen auf. Ja. So, wenn man das drüber stülpt, so Ohren dann rausziehen, irgendwie. Es kriegt man nach einer Weile hin, aber es fühlt sich halt komisch an. Es ist ganz leicht. Es sind halt nur wie Kopfhörer, die man halt, oder Boxen, die man halt ein Stück weiter vom Kopf weghält. So in etwa müsst ihr euch das vorstellen. Also der Klang ist gut, dadurch, dass es halt wie Boxen halt ist. Aber es ist kein Knochenschall. Definitiv kein Knochenschall. Für eine Gassi-Runde, für ein bisschen Sport, wenn man eine Runde rennen will und schnell. Und man nicht so viel Geld ausgeben will und man praktisch keine In-Ears nehmen will, wenn man halt an Straßen vorbei muss und gucken muss, wie der Verkehr ist und sowas alles, dann ist das okay. Ja, sind definitiv verwechselt die nicht mit In-Ear. In-Ear ist nochmal eine ganz andere Qualität. Ja, aber
Mein Fall sind sie nicht. Sag ich euch so, wie es ist. Das Anziehen macht sich doof, dafür sind sie zu unbeweglich, also vorne, das zum Rübermachen, das tut dann am Ohr weh, das finde ich nicht angenehm, total leicht, aber es ist, man hört halt was, man hört, oh, der Sound ist wirklich gut, also da kann ich echt nichts sagen. Aber der Tragekomfort fehlt mir persönlich etwas und vor allen Dingen der Komfort beim Aufmachen. Also ich will ja nicht da immer rumhantieren da 10, 20 Minuten, bis ich die Kopfhörer zum Sitzen gekriegt habe und sage, oh, jetzt sitzen sie, dann kannst du losgehen zum Sport. Finde ich halt jetzt persönlich nicht so toll. Aber sie machen das, was sie sagen und der Sound ist okay. Also von daher, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt, ich habe sie nur, gesagt, ja, ich teste die, weil sie mir gesagt haben, das sind Knochenschall. Knochenschall-Kopfhörer und guck sie dir mal an und so, wäre für deine Community vielleicht ganz interessant, preisgünstig, hast du nie gesehen. Und habe ich gesagt, dann, wenn es preisgünstig ist, für die Leute, die halt nur ein bisschen Sport machen, so, oder mal eine Gassi runden und dann halt Knochenschall benutzen wollen, weil sie dann halt noch hören wollen, was der Verkehr sagt und ob der Hund bellt oder irgendwas dergleichen oder so, oder die halt keine Kopfhörer momentan tragen können, weil sie mit den Ohren was haben oder so, da ist Knochenschall ganz interessant. Wenn man dann eine preisgünstige Alternative hat, dann ist okay, das würde ich gerne testen wollen. Und dann kommen sie nach einer Woche, schreiben sie mir eine Nachricht auf jemanden, der ist doch kein Knochenschall, wir haben uns da geirrt. Also fand ich ein bisschen, naja. Aber es macht das, was es soll, aber es ist halt definitiv kein Knochenschall. Und in meinen Augen mangelhaft. Also der Tragekomfort, total leicht auch die Dinger, also ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist meine persönliche Meinung, okay? So, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.